Ja, wir haben beim Multiplexing ja gesehen, wie wir unsere Daten über unsere nur limitiert zur Verfügung stehenden Medien übertragen können. Jetzt geht es natürlich darum, wie werden die Daten eigentlich über verschiedene Netzwerkkomponenten hinweg weitervermittelt. Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Und wir haben hier schon mal ein kleines Schaubild mitgebracht, welches das eigentlich ganz gut darstellt. Wir haben dort ein Vermittlungssystem, zum Beispiel einen Switch oder einen Router, der eben verschiedene Datenströme entgegennimmt. Also wir haben verschiedene Eingangsports, wir haben verschiedene Ausgangsports. Die Daten kommen bei den Eingangsports an und dann haben wir in der Mitte noch ein sogenanntes eine Vermittlungseinheit, die dann letzten Endes dafür sorgt, dass diese angenommenen Daten auch entsprechend wieder aus den richtigen Ausgangsports eben herausgeleitet werden in Richtung des Empfängers. An dieser Stelle müssen wir unterscheiden zwischen verschiedenen Vermittlungsarten. Also es gibt nicht nur ein Vermittlungssystem, welches dann auch nur eine Vermittlungsart in Netzwerken verwendet, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir unsere Daten eben vermitteln können. Ja, und da sind wir irgendwann mal gestartet mit der sogenannten Leitungsvermittlung. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Bilder aus alten Schwarz-Weiß-Filmen, wo das Fräulein vom Amt sozusagen die eine Leitung in die eine Buchse und die eine andere Leitung in die andere Buchse gesteckt. Das war die typische Punkt-zu-Punkt-Leitungsvermittlung. Genau, und das zweite Beispiel dazu wäre eben die sogenannte Speichervermittlung. Da spricht man auch unter anderem von der Store-and-Forward-Verbindung. Soll heißen, es werden immer ganze Paketsendungen quasi genommen, werden von einem zum anderen Ort quasi weitergesendet, von einem zum anderen Vermittlungselement weitergesendet. Beispiel dafür wäre eben zum Beispiel die Briefpost, wo ja auch verschiedene Sendezentren quasi existieren, die dann eben die Pakete komplett von A nach B transportieren. Ja, und wenn ich jetzt in einem System, sagen wir mal, eine Kombination von Leitungsvermittlung und dieser Speichervermittlung habe, und das ist das, was für unsere Netzwerke interessant ist, dann habe ich letztlich die Paketvermittlung. Das heißt, ich bilde Pakete aus bestimmten Gründen, die dann von einem zum anderen weitergetragen werden. Diese Verbindungen sind direkt und sie werden dann aber mit diesen Paketen sozusagen als Store und Forward entsprechend weitergeleitet und können sogar aus einer großen Nachricht mit vielen kleinen Paketen ganz unterschiedliche Wege nehmen. Das werden wir gleich noch sehen, wie die Paketvermittlung auch arbeitet. Genau, also drei zentrale Vermittlungsarten, die wir auch nochmal in ein Schaubild einsortieren können. Also die Leitungsvermittlung, die Speichervermittlung und für uns eben als Unterart der Speichervermittlung ganz besonders interessant die Paketvermittlung und da eben vor allem die Datagramme, also zum Beispiel das, was wir bei IP kennen. Wir wollen uns das trotzdem nochmal so ein bisschen tatsächlich in der Praxis quasi anschauen, wie sich das Ganze darstellt, zum Beispiel bei der Leitungsvermittlung, wo wir also das Fräulein vom Amt haben, wo eine Leitung explizit für diese Datenkommunikation eben zur Verfügung steht. Und wir sehen hier schon, unser Sender A auf der linken Seite schickt eben seine Daten zum Empfänger auf der anderen Seite. Und wir haben da unten auch noch B mit seinem Kommunikationspartner und stellen dort eben fest, okay, die Leitungen, die auch die gerne nutzen wollten, sind eben an dieser Stelle, wo jetzt diese Blitze dort erscheinen, eben belegt und können nicht genutzt werden. Soll heißen, diese beiden müssten warten, bis das andere Kommunikationspaar entsprechend fertig ist. Ja, und im Gegensatz dazu haben wir eben bei der Speichervermittlung hier die Möglichkeit, bestimmte Nachrichten in bestimmten Speicherknotenpunkten abzulegen, das heißt also zwischenzuspeichern, und sozusagen die Speicherung ermöglicht es uns ja dann, mehrere Partner daran zu beteiligen. Wir haben jetzt hier auch wieder so eine Art virtuelle Route, aber im Endeffekt könnte auch das System B, wie wir es jetzt sehen, entsprechend die Nachricht losschicken und das Ganze wird dann unter Umständen asynchron auch vermittelt, weil ja eine Zwischenspeicherung stattfindet. Genau, das Asynchrone ist dort das Entscheidende. Wenn wir jetzt dann über die Paketvermittlung unterhalten, da ist es dann eben nicht mehr asynchron, sondern wir können das Ganze dann tatsächlich synchron machen oder parallel im Parallelbetrieb machen. Das heißt, wir haben bei der Paketvermittlung eben vom Prinzip her die Erzeugung zunächst mal von Frames, was wir ja auch schon kennengelernt haben. Das heißt, wir fragmentieren unsere Daten in verschiedene Pakete, die wir dann eben auf verschiedenen Routen auch, aber eben auch gestückelt einfach übertragen können. Dazu ist es natürlich erforderlich, dass wir eine fortlaufende Nummerierung haben, denn die Daten, die wir dort gestückelt übertragen wollen, die müssen natürlich auch irgendwann wieder in die richtige Reihenfolge zusammengesetzt werden. Und wir haben an der Stelle auch eine unabhängige Übermittlung von A, der Route, gerade schon gesagt, wir können verschiedene Wege nehmen, und B, natürlich auch der Zeit. Mhm.
Und das Ganze können wir uns jetzt auch nochmal im Ablauf so ein bisschen anschauen. Also wenn wir das mal vergleichen, einfach von der Nachrichten zur Paketvermittlung, dann haben wir auf der linken Seite dort die Nachrichtenvermittlung, wo letzten Endes immer von einem zum nächsten Zustellungsort oder von einem zum nächsten Vermittlungssystem das komplette, die kompletten Daten übertragen werden, so wie wir es jetzt hier sehen. Wir haben die Zeit, die wir mal von oben nach unten dargestellt haben, und dann sehen wir schon, okay, die Daten kommen natürlich irgendwann dann als gesammeltes Paket an. Ja, und wenn wir jetzt hingehen und sozusagen die Bandbreite, die uns zur Verfügung steht, besser nutzen wollen, dann fragmentieren wir die Nachrichten etwas weiter und können dann versetzt mit diesen kleineren Fragmenten einen quasi Parallelbetrieb aufbauen. Und Sie sehen es schon, wenn wir jetzt mal eine Linie ziehen, um die Zeitachse dort zu trennen, wir sind damit deutlich zeiteffektiver, wir nutzen unser Medium wesentlich besser, indem wir eben wirklich mit kleineren Fragmenten arbeiten, mit sogenannten Paketen, und die in dieser Paketvermittlung die Ausnutzung der Bandbreite viel höher ist. Genau, und eben diese Paketvermittlung ist auch das, was uns vor allem interessiert. Es gibt dort verschiedene Vorteile, nämlich, dass zum Beispiel die Verbindung, die wir dafür benötigen, eben nur für die tatsächliche Übertragungszeit benötigt wird und damit eben auch anderen Teilnehmern zur Verfügung steht. Wir haben damit natürlich auch eine gleichzeitige Nutzung unserer Leitung, die wir da ermöglichen, und das ist auch nicht außer Acht zu lassen, wir haben damit eben die Möglichkeit, unsere Daten auch zu routen, also über verschiedene Strecken zu senden. Und überall da, wo Vorteile sind, sind meistens auch zumindest kleinere Nachteile. Das haben wir jetzt in diesem Fall auch. Ja, wir merken das als Anwender wahrscheinlich nicht, aber es geht hier wieder um das Stichwort der Protokolle. Wir haben einen viel höheren Protokollaufwand, wenn wir nummerieren müssen, wenn wir fragmentieren müssen, wir müssen das Ganze auch wieder zusammensetzen und wir müssen bis hin zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten eine Flusssteuerung implementieren. Das alles sind Protokollelemente, die natürlich für den Anwender transparent sind. Nichtsdestotrotz ist einfach ein Overhead da, der dann letztlich auch die Performance ein wenig beschränkt.